Moin zusammen! Nicht nur an Weihnachten ist es Zeit für Kekse, auch in unserer Werkstatt ist das ganze Jahr über in dieser Form der Keks sehr beliebt. Um was es sich da genau handelt, zeige ich euch jetzt einfach mal in der Anwendung. Ja, der Vorteil von diesen kleinen Werkstatthelfern, die sind erstmal klein und hier grundsätzlich zur Funktion, Ober- und Unterseite sind gummiert. Das heißt, hier ist die Reibung so hoch, dass wir halt eben die Möglichkeit haben, wenn wir jetzt eine Bearbeitung von Werkstücken mit dem Exzenterschleifer, Handschleifer, Stichsäge, Tauchsäge oder auch mit der Oberfräse machen wollen, dass wir schnell und einfach unsere Werkstücke sichern können. Ich zeige euch heute das Masterkit. Da sind meines Wissens nach alle Zubehörteile, die es zu diesem System gibt, enthalten. Ich persönlich habe bei mir in der Werkstatt eigentlich nur 4 von diesen Cookies im Einsatz. Die anderen Systeme, die enthalten sind, sind schon ein bisschen spezieller, kommt aber darauf an, hat durchaus seine Berechtigung. Schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. In dem Set sind einmal 8 von diesen Cookies enthalten und wir haben hier verschiedene Verbindungsbolzen. Die haben einen Durchmesser von knapp unter 19 mm, das heißt, die passen in unser 19 mm Bohrungssystem, wenn wir das in unserer Hobelbank verbaut haben, rein. Und wir können jetzt hier zum Beispiel 2 Cookies miteinander verbinden, um beispielsweise hier das Ganze etwas abzuheben von unserer Hobelbank, werden wir gleich in der Praxis dann aber auch nochmal sehen. Oder wie gesagt, um es hier gleich in der Bohrung zu versenken. Gibt es dann auch nochmal hier in verschiedenen Höhen und wir haben 4 von diesen Spitzen. Ja, erstes Setup. Ich möchte jetzt hier mit meiner Tauchsäge ein kleines Stück abschneiden. Vielleicht kennen von euch viele den Trick, dass man sich als Unterlage eine Styroporplatte oder Styrodurplatte nimmt. Dann kann man nicht mehr das Werkstück da drauflegen, lässt natürlich das Sägeblatt ein ganz klein bisschen unten rausgucken und dann läuft man aber nicht Gefahr, dass man in seine Hobelbank reinsägt. Wir haben es jetzt ein bisschen einfacher, die Cookies da drunter gelegt, damit die Schiene am Ende nicht runterklappt, habe ich auch da nochmal die Cookies drunter gelegt und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ohne dass es irgendwie verrutschen kann, zu arbeiten. Nächste Runde, wir möchten jetzt hier die Oberfläche einmal schleifen und weil wir hier natürlich eine fein säuberlich abgerichtete und geölte Oberfläche bei unserer Hobelbank haben, naja, verrutscht das Ganze natürlich relativ leicht. Da gibt es auch viele von euch da draußen, die eine Siebdruckplatte als Unterlage genommen haben, da haben wir natürlich noch weniger Reibung, das heißt, das Verrutschen wird dann noch ein bisschen schlimmer. Da gibt es natürlich auch eine Alternativlösung für, das ist in vielen Werkstätten auch praktiziert, dass man sich da einfach, gerade im Kfz-Bereich zu finden, so Gummimatten, wie wir die aus dem Fußbereich kennen, drauflegt und auch die erhöhen natürlich die Reibung dann so weit, dass das Werkstück gesichert ist. Mit den Bench-Cookies habe ich jetzt einfach hier vorne in meiner Ablage 4 von den kleinen Keksen liegen, lege mir die hier hin und habe dann auch in kurzer Zeit dafür gesorgt, dass jetzt hier das Ganze gesichert ist und kann auch hier mit dem Exzenter jetzt loslegen. Jetzt möchte ich in der nächsten Runde mit der Stichsäge hier einen kleinen Ausschnitt machen. Das Problem ist, da reicht jetzt die Erhebung der Cookies nicht mehr aus. Und dafür gibt es jetzt hier diese Adapter oder diese Verlängerung vielmehr. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Durchmesser knapp unter 19 mm. Und wenn ihr die entsprechenden Bohrungen in eurer Hobelbank vorgenommen habt, dann könnt ihr die jetzt hier einmal reindrücken. Und das habe ich jetzt hier schon vorbereitet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier oben das Brett draufzulegen. Das ist jetzt hier gesichert und jetzt kann ich hier bequem meinen Ausschnitt mit der Stichsäge vornehmen. Jetzt möchte ich hier die Kanten noch ein bisschen nachschleifen und auch da ist wieder der Vorteil, wenn ich jetzt das hier einmal aufgelegt habe, dass ich auch hier bequem mit meinem Schleifklotz die Kanten bearbeiten kann, ohne dass ich jetzt hier, das wäre zum Beispiel das Problem, wenn ich jetzt nur eine Gummimatte hier drunter liegen hätte oder auch einen alten Teppichrest, dass ich da immer wieder drin hängen bleiben würde. Die Cookies erheben das Ganze jetzt natürlich ein bisschen nach oben. Es kann aber gerade, wenn ich jetzt mehrere Objekte verwende, natürlich immer wieder passieren, dass die sich so ein bisschen verschieben. Und dafür gibt es dann auch nochmal hier diese kleineren Bolzen. Da kann ich das Ganze dann halt eben auch hier entsprechend versenken. Und die können sich dann auch nicht mehr bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen mehr Druck hier ausübe, dann ist auch da die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mein Werkstück bewegen kann, noch ein bisschen mehr verringert worden. Wie gerade gezeigt, wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen hier noch nach oben bewegen mit diesen Verlängerungen hier. Das funktioniert dadurch, dass wir auf beiden Seiten Gewinde haben, auch so, ohne dass wir jetzt hier ein Lochraster von 19 mm angefertigt haben.
Das Problem ist allerdings, ich bin da nicht ganz überzeugt von, denn der Schwerpunkt ist ja schon relativ weit oben. Das Ganze kippelt also ein bisschen. Da würde ich eher die Finger von lassen. Das Ganze gibt es auch nochmal in der Version kleiner. Ihr könnt hier sehen, die kurzen Bolzen und nicht die langen darunter geschraubt. Da ist das Ganze jetzt schon wesentlich stabiler. Das heißt, hier das Ganze zu schleifen, das wäre kein Problem. Mit rotierendem scharfen Werkzeug da dran zu gehen, also Tauchsäge oder Oberfräse, da kann es auch mit ein bisschen zu viel Bewegung vielleicht doch mal hier und da ein bisschen umkippen. Würde ich also eher sein lassen. Dann sorgt doch lieber dafür, dass ihr eine 19 mm Rasterlochung in eurer Hobelbank bekommt. Da gibt es dann nicht nur die Möglichkeit, diese kleinen Kekse hier zu versenken, sondern vor allem Spannmöglichkeiten ohne Ende kann ich euch wirklich nahelegen. Jetzt können wir auch hier komfortabel die Schmalflächen schleifen, auch die Kante brechen, sogar hier in einem Arbeitszug auf beiden Seiten, was normalerweise auch schwerlich möglich ist. Ja, auch das eine ganz gute Sache. Was hier allerdings so ein bisschen das Problem ist, wir haben natürlich die ganze Zeit hier mit unserem Schleifkotz eine Staubentwicklung und so wirklich gefällt mir das nicht. Vielleicht muss ich da mal den Max fragen, ob der da eine Idee hat, ob man da irgendwas bauen kann. Naja, mal gucken. Vielleicht wird es da in der fernen Zukunft irgendwas mal geben. Wenn wir unser Werkstück ölen möchten, haben wir natürlich auch hier durch die Cookies wieder durch die Leichterhöhung die Möglichkeit, direkt die Schmalflächen zu ölen. Es gibt aber auch einen kleinen Zusatz, hatte ich am Anfang schon gezeigt. Und zwar gibt es diese kleinen Spitzen. Und das Coole an diesen Spitzen ist, könnt ihr jetzt hier so positionieren, dass da unser Werkstück drunter passt. Und jetzt werde ich erstmal eine Seite ölen. Ja, die Seite ist jetzt geölt, die trocknet jetzt natürlich erstmal ein bisschen. Ich möchte jetzt aber, weil es schnell gehen muss, beide Seiten direkt in einem ölen. Dann habe ich die Möglichkeit jetzt hier mit diesen Spitzen dafür zu sorgen, dass jetzt die Auflagefläche hier natürlich ganz minimal ist. Das heißt, liegt jetzt nur hier an diesen vier Punkten auf und ich kann jetzt direkt im nächsten Zug auch die zweite Seite ölen. Beide Seiten können so ein bisschen antrocknen und dann nach 15, 20 Minuten kann ich das überschüssige Öl dann abnehmen und bin auch schon fertig. Problematik ist natürlich, wir haben jetzt hier keine Haftung mehr durch die Gummierung, nur noch die Spitzen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen zu sehr drauf drücke, dann bewegt sich natürlich das Werkstück. Müssen wir also ein bisschen drauf aufpassen. Kann natürlich auch gerne mal für Lackierarbeiten genutzt werden. Gerade wenn wir jetzt eine Seite haben, die nicht unbedingt im Sichtbereich ist, dann lohnt es sich natürlich erstmal die erste Seite zu lackieren, umzudrehen und dann kann die Seite, wirklich die Sichtseite, wird hiermit komfortabel lackiert werden. Ja, das war die Vorstellung von diesem kleinen, schnellen Helfer. Wie gesagt, ich habe den in der Regel vier Stück davon in meiner Ablage vorne liegen und wenn da mal irgendwas geschliffen werden muss, schnell hingelegt und bei Nichtgebrauch schnell wieder nach vorne verstaut. Immer ein bisschen einfacher als eine Gummimatte oder ein Teppich oder sonst was wieder zusammenzurollen. Die Zubehörteile, ja, da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr die benötigen könnt. Jetzt hier beim Zuschnitt mit der Tauchsäge, da fand ich es ganz praktisch. Auch mal bei der Kantenbearbeitung hatte ich jetzt noch nicht gezeigt, mit der Oberfräse nützlich. Beim Ölen oder Lackieren, naja, müsst ihr euch überlegen, ob da die Spitzen wirklich so sinnvoll sind. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.